entschlossen, das Thema Vertreibung zu internationalisieren und dafür zu kämpfen, dass Vertreibung nicht weiterhin zu einem Mittel der Politik gemacht wird, wie dies nach wie vor weltweit geschieht. Deshalb muss es endlich eine europäische Ebene geben, um in den Vereinten Nationen ein kodifiziertes Verbot von Vertreibung, Zwangsassimilierung und Unterdrückung zu verankern. Unsere Aufgabe ist es, gegen Unrechtsdekrete wie die unseligen Benesch-Dekrete zu kämpfen, die nach wie vor das Verhältnis zwischen den Völkern vergiften. Liebe Landsleute, vor 20 Jahren, 1990, haben wir unseren sudetendeutschen Karlspreis dem ungarischen Volk verliehen. Aus Dank dafür, dass es den eisernen Vorhang geöffnet hat. Und der neu gewählte Präsident des ungarischen Parlaments, mein Freund und Kollege Paul Schmidt, der bisher im Europäischen Parlament saß, das ist der erste gewählte Amtsträger in dem neuen Ungarn seit der letzten Wahl, hat mich ausdrücklich beauftragt, den ganzen Sudetendeutschen Tag von Herzen von ihm zu grüßen. Der zukünftige Ministerpräsident Orban haben gesagt, sie werden in Zukunft bei jedem Sudetendeutschen Tag anwesend sein, denn auch sie erleben, wie stark dieser Ungeist der Benesch-Dekrete weiterwirkt. Liebe Landsleute, damit es klar ist, wir werden auf keinen Fall uns in irgendwelche antitschechische, antislowakische oder sonstige Koalitionen begeben. Die Zeit der nationalistischen Koalitionen ist in Europa Gott sei Dank vorbei. Aber wir werden gemeinsam mit unseren österreichischen und ungarischen Freunden und unseren Freunden in der Tschechischen Republik und in der Slowakei, das sind leider noch nicht die Regierenden, aber in einer Woche ist in der Tschechischen Republik Wahl und wir hoffen, dass sich da was bewegt. Wir werden mit unseren Freunden dafür kämpfen, dass endlich diese Unrechtsdekrete beseitigt werden. Wir können niemals akzeptieren, dass sie weiter bestehen, denn wir sehen gerade im Moment zum Beispiel an den aktuellen Spannungen zwischen Ungarn und der Slowakei, dass das richtig ist, was ich vor vielen Jahren hier am Sudetendeutschen Tag gesagt habe. Da ist ein Virus eingeschleppt worden und dieser Virus, der muss endlich weg. Wir brauchen ein gesundes Zusammenleben dafür. Liebe Landsleute, das alles braucht eine geistige Basis. Eine geistige Basis, denn Europa kann nicht auf der Basis von Willkür errichtet werden. Ich hatte das Glück, den 40. Jahrestag des Kriegsendes 1985 im Europäischen Parlament in Straßburg zu verbringen. Damals noch als ganz junger Assistent. Und da sprach Ronald Reagan, ein großer Europäer, obwohl Amerikaner. Und Ronald Reagan, der war damals eingeladen zu einer Siegesfeier nach Moskau, hat übrigens die Einladung nicht angenommen, sondern ging stattdessen ins Europäische Parlament nach Straßburg. Und er hat dort eine Rede gehalten, in der er damals 1985 unter dem Entsetzen der Kommentatoren gesagt hat, am Ende des Jahrhunderts wird man ohne Pass von Lissabon bis an die Grenzen Russlands reisen können. Alle gesagt, der Mann ist total verrückt, Cowboy, Balabala, senil und so weiter. Heute wissen wir, dass das wirklich historisch war, dass das wirklich etwas war, was visionäre Kraft hatte. Aber er hat nicht nur das gesagt, und er hat auch nicht nur den Bau Europas mit dem Straßburger Münster verglichen. Auch das ist ein schönes Bild, warum ich ja für die Europa-Hauptstadt Straßburg eintrete. Sondern er hat etwas gesagt, was ganz entscheidend ist. Er hat nämlich gesagt, Europa, liebes Europa, du bist größer als du glaubst. Werde endlich du selbst. Ein schöner Satz. Werde endlich du selbst.
Und als Christ wusste er ganz klar, dass dieses Du selbst oder Sie selbst werden, dass das nur aus christlicher Wurzel erfolgen kann. Und es ist unsere Aufgabe, gegen ein materialistisches Mogel-Europa die Vision eines christlichen Europa der Völker und Volksgruppen, Staaten und Regionen und der Menschen zu setzen, die im Glauben, und das hat der Bischof Hutschko aus der Tschechischen Republik heute sehr schön gesagt, zusammenfinden. Die wissen, in erster Linie sind wir Christen und dann kommt alles andere. Und liebe Landsleute, genau dies meinen wir mit unserem Motto. Und ich möchte wirklich diese Gelegenheit nutzen, um denen, was ich verstehe, die in der Mühsal des Alltags manchmal den Mut verlieren, zuzurufen. Wir müssen wir selbst werden und bleiben. Dann haben wir auch eine entsprechende Zukunft. Ich war gestern in der eindrucksvollen Veranstaltung, in der die Sudetendeutsche Jugend ihre neue politische Erklärung, die ich sehr begrüße, vorgestellt habe. Da war eine junge Dame unter den Rednern, es waren mehrere junge Damen unter den Rednern, aber eine hat so nebenher ihr Alter erwähnt, als sie dort gesprochen hat, übrigens auch rhetorisch inhaltlich sehr gut gesprochen hat. Und da hat sie gesagt, sie sei Jahrgang 1986. Liebe Landsleute, da habe ich mal nachgerechnet, dass diese junge Dame, die da gestern gesprochen hat, für die sudetendeutsche Jugend beim 100. sudetendeutschen Tag noch nicht einmal in Pension sein wird. Und an diesem Beispiel sehen wir, unsere Volksgruppe ist im Umbruch. Und natürlich werden wir nicht mehr die Zahl haben. Aber wir werden eine starke, kompetente Gemeinschaft bleiben, die sich ihrer Wurzeln bewusst ist, die aber auch entschlossen ist, aus christlich-europäischem Geist heraus gegen Nationalismus und gegen Egoismus die Zukunft zu gestalten. Und liebe Landsleute, in diesem Sinne sollten wir Optimisten sein. Jemand hat gesagt, Optimismus ist der Realismus des Erfahrenen. Ich finde das ein sehr schönes Wort. Und Otto von Habsburg, er ist heute hier durch das Ehepaar Dressler vertreten, Otto von Habsburg hat, er wird dieses Jahr 98 Jahre alt und kann leider nicht mehr kommen, aber er lässt Sie herzlich grüßen. Otto von Habsburg hat einmal das sehr schöne Wort geprägt, dass er versteht, wenn ein Junger pessimistisch ist. Das hat er mir als Jungen gesagt. Er hat gesagt, ich verstehe noch, wenn Junge pessimistisch sind. Junge haben ja keine Erfahrung. Aber wer im Alter pessimistisch ist, mit dem kann etwas nicht stimmen, meinte Otto von Habsburg. Denn er hat gesagt, der hat doch erlebt, wie ich auch, welche unvorstellbaren Tiefen, Talsohlen und Wüsteneien wir durchlaufen haben. Und wenn man sieht, dass wir heute wieder die Möglichkeit haben, bei allen Schwierigkeiten die Zukunft zu gestalten, fest in der Geschichte verwurzelt, dann darf uns nicht der Mut verlassen und wir sollten an das Wort, das große Wort des Papstes Johannes Paulus II. Denken, der gesagt hat, reißt die Fenster auf, lasst frische Luft herein, habt keine Angst. Und das, liebe Landsleute, ist ein ganz entscheidendes Wort. Habt keine Angst. Wir wollen die Fenster aufreißen, wir wollen die frische Luft hereinlassen und wir wollen einen festen und realistischen Blick in eine bessere Zukunft.